Blumen sind das Lächeln der Erde. Dieses Zitat geht zurück auf den amerikanischen Schriftsteller Ralph Waldo Emerson. Bei Richard Fischer strahlen uns die Blumen an. Obwohl sie nur Tageslicht bekommen, im Umweltbundesamt in Dessau leuchten sie spektakulär. Ich stelle sie auf eine Bühne. Ich gebe ihr einen relativ neutralen Hintergrund. Ich trenne sie von ihrem ganzen Blattwerk, von dem Ganzen, was sie umgibt, und konzentriere sie auf einen ganz wesentlichen Faktor, nämlich auf sich selbst. Das wirkt dann so imposant wie bei dieser seltenen Orchidee, dem Rothschild-Frauenschuh. Fischer zeigt sie kurz vor und während der Blüte. Diese Blume wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Also unter 5000 Dollar ist die nicht zu kriegen. Warum? Sie ist extrem extrem bedroht. Die wächst ausschließlich in Borneo, auf der Insel Borneo, auf dem Mount Kinabalu und sonst nirgendwo auf der Welt. Im Übrigen, die Blumen sind ja alle wesentlich kleiner, als ich sie hier dargestellt habe. Die ist so hoch und etwa so lang, wenn sie sich streckt. Wenn sie geschlossen ist, ist sie ungefähr so klein. Die neuesten Fotografien sind im vergangenen Jahr in enger Kooperation mit dem Botanischen Garten in Potsdam entstanden, wo viele bedrohte Arten erhalten werden. Dort hatte Richard Fischer auch sein Studio eingerichtet. Beim Fotografieren benutzt er bestimmte Blitzköpfe, wie sie früher gebaut wurden und heute nicht mehr erhältlich sind. Die von der Qualität eine ganz besondere Strahlkraft haben und einen ganz besonderen Kontrastumfang haben. Den nutze ich voll aus. Also es gibt natürlich inzwischen andere Lichtqualitäten. Lichtqualität ist eine Frage der modischen Strömungen. Ich folge dem nicht. Ich halte mich an dem, was mir am besten zuspricht, wo ich weiß, das ist mein Licht, dabei bleibe ich auch. Nach der Aufnahme wird der kreative Prozess am Computer fortgesetzt. Fischer verwendet hier das sogenannte Light Painting, Lichtmalerei. Es stammt ursprünglich aus dem Bereich der analogen Fotografie und verleiht den Fotos diese unglaubliche Leuchtkraft. Wie setze ich Licht und Schatten auch in der Lichtmalerei so, dass es Sinn ergibt, dass ich plastische Blumen darstelle? Wie zum Beispiel jetzt die hier, das ist ein sehr flaches Blatt. Wenn ich die jetzt nehme und fange mit Licht- und Schattenkonturen ein, wölbt sich das Blatt plötzlich, kriegt Struktur, Tiefe, Höhe und so weiter. Seine Fotos hat er vor kurzem auch in einem Buch versammelt. A Tribute to Flowers offenbart die ganze Fragilität seiner Objekte und zeigt auch Dying Divas, Blumen im letzten Abschnitt ihres Daseins. Das Vergehen, das Sterben, der Tod ist was ganz Unbequemes. Man möchte sich eigentlich damit gar nicht beschäftigen. Tut man das aber in der Natur, und in diesem Fall nimmt man die Blume als Metapher, dann stellt man eigentlich fest, dass da eigentlich schon was dabei ist, was wirklich spektakulär schön und erhaben ist, vor allen Dingen erhaben. Für das Umweltbundesamt hat es Tradition, mit Kunst auf die Zerstörung von Natur und Umwelt hinzuweisen. Häufig sind es jedoch apokalyptische Bilder, die wenig Grund zur Hoffnung lassen. Richard Fischer unterscheidet sich ganz stark. Der führt uns nämlich vor Augen, was Bewahrung der Schöpfung bedeutet. Der führt uns vor Augen, wie unglaublich schön Natur sein kann. Doch die Schönheit verschwindet. Jede dritte Pflanze ist vom Aussterben bedroht. Am Ende, so muss man es wohl sehen, baut Richard Fischer mit seinen Fotos eine Art künstlerische Arche Noah. Die ersten bedrohten Blumen, die ich vor 15, 17 Jahren fotografiert habe, die gibt es nicht mehr. Die eine oder andere ist bereits ausgestorben. Großes Dilemma, großes Problem. Aber es gibt meine Fotografien. Und das ist ein absoluter Glücksfall.